Ich heiße Dorothée Durand und bin Lehrerin in einer kleinen Stadt in Südengland. Mein Vater war Franzose. Tante Kate sagte immer, er wäre einer der schönsten Soldaten von ganz Frankreich gewesen. Kein Wunder, dass sich meine Mutter in ihn verliebte. Meine Mutter war eine geborene Engländerin. Sie haben in London geheiratet. Das bin ich. Aber da hatte ich schon keine Eltern mehr. Sie verunglückten, als ich noch nicht 3 Jahre alt war. Das ist mein Großvater, Alexandre Durand, vor seinem Gasthof in Südfrankreich, in Nîmes. Ich habe keine Ahnung, ob mein Großvater noch lebt. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch Verwandte in Frankreich habe. Das ist Tante Kate. Sie hat mich nach dem Tode meiner Eltern zu sich genommen und großgezogen. Dann wurde ich Lehrerin. Bevor sie starb, sagte sie, liebes Kind, eines Tages musst du mal nach Südfrankreich fahren und schauen, ob du noch jemand von unserer Familie findest. So begann das schöne Abenteuer. Paris Soir, Le Matin. Hallo Chef, warum fahren wir nicht? Das sind schon 2 Minuten drüber. Der Anschlusszug hat Verspätung. Eine Schande für die ganze Französische Republik. Reise zum D-Zug nach Lyon, bitte beeilen. Der Zug steht auf Perron 3. Bitte, wo kriege ich den Zug nach Nîmes? Schnell. Den kriegen Sie überhaupt nicht mehr. Aber ich muss ihn kriegen. Es tut mir leid, Madame, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Ich bin fremd hier. Ich komme gerade aus England. Sie können mich doch hier nicht sitzen lassen. Jetzt wird still sein. Bitte gehen Sie vom Mikrofon weg. Sie könnten ruhig ein bisschen freundlicher sein. Bravo. Achtung, Perron 3. Zum Zug nach Lyon mit Anschluss nach Nîmes. Bitte einsteigen und Türen schließen. Der Zug fährt ab. Hallo, Perron 3. Bitte fahren Sie nicht ab. Es kommt noch jemand. Sie werden warten, bis die englische Dame eingestiegen ist.
Sie sabotieren den Fremdenverkehr. Wissen Sie, was die Regierung tun würde, wenn sie sowas hört? Zurücktreten! Ja, das glauben Sie, aber die Zeiten sind vorbei! Hier, Madame, hier! Geben Sie mir Ihren Koffer! Unglaubliche Zustände! Ist die Eisenbahn für den Fahrgast da oder der Fahrgast für die Eisenbahn? Bitte, Madame. Ich werde einen Brief an den Verkehrsminister schreiben. Der soll sich wundern. Hoffentlich ist er noch dran. Schreiben Sie lieber gleich an den Nachfolger. Oh, pardon. Ich mache mich ganz dünn. Danke. Entschuldigen Sie. Ach, wie die Öls verdienen. Und wer sitzt in der ersten Klasse? Das weiß ich nicht. Die gesamte Verwandtschaft der französischen Eisenbahner. Und alle fahren umsonst. Bei Ihnen in England ist das anders. Woher wissen Sie? Madame, ich bin ein guter Republikaner, aber was uns fehlt, ist ein Königshaus. Gilbert! Kommen Sie direkt aus London? Wie geht es der königlichen Familie? Danke, gut. Sophie, sprich Englisch mit der Dame. Na los. Good day. Good day, Sophie. Ist das alles, was du in einem Jahr gelernt hast? I'm a French girl. I have 11 years and my name is Sophie. Sehr schön. Madame, cheese, please. Danke, meine Kinder haben mir so viel zu essen mitgegeben. Was? Kinder haben Sie auch? Wie viel denn? Warten Sie mal. 38. Aber im Herbst kommen bestimmt wieder neue dazu. Ich bin Lehrerin. Soll ich nicht die Tasche nach oben stellen? Ja eben, das Gestrüpp kann man doch beiseite schieben. Das sind Blumen für das Grab meiner Eltern. Lassen Sie nur, es geht schon. Darf man fragen, wohin Sie reisen? Ich will nach Nîmes. Oh, nach Nîmes. Haben Sie da Verwandte? Ja, meine Großeltern, aber ob ich die noch finde? Verwandte findet man immer. Ich weiß nicht. Ich bin in England aufgewachsen bei einer alten Tante, aber nun ist sie gestorben und... Ich habe ein Bild von dem Haus meiner Großeltern. Wollen Sie es mal sehen? Hm? Oh, das ist mein Vater. Dabei hatte ich ihn gerade wieder festgeklebt. Das hier, das sind meine Eltern. Die werden in diesem Sommer beide 80. Und da bringen Sie schon Blumen fürs Grab? Ja, ich will sie jetzt schon pflanzen. Es ist nämlich möglich, dass sie eingehen. Die Eltern? Die Blumen? Sehr praktisch. Dann wissen die Eltern doch schon, wie nett sie es später mal haben. Hier, mein Sohn. Das ist doch der Eiffelturm. Ja, aber was hältst du da vor? Hier, neben mir. Das sind wir bei der Taufe von Mariechen. Danke. Das ist das Haus meiner Großeltern. Kennen Sie es vielleicht? Ah, Hotel L'Empereur. Nie gehört. Kann ich wohl meine Eltern wieder haben? Ach, bitte, hat vielleicht jemand aus Versehen meinen Vater eingesteckt? Gilbert, gib der Dame ihren Vater zurück, sonst kriegt er noch Fettflecke. Danke. Gestatten, Sie haben noch meinen Sohn in der Hand. Sie werden staunen über Nîmes, eine fabelhafte Stadt. Sie müssen sich unbedingt die römischen Bauten ansehen. Ich freue mich schon sehr darauf. Und jetzt wird geschlafen. Wenn nicht mal der Taxichauffeur weiß, wo das Hotel ist. Wenn das Haus nicht mehr da ist, wie soll ich da den Großvater finden? Vielleicht ist die ganze weite Reise umsonst. Und dafür habe ich über ein Jahr gespart. Ich es mir vorgestellt habe. Mein Gott, bin ich aufgeregt. Ob es dem Großvater wohl noch gehört? Ob er überhaupt noch lebt?
Entschuldigen Sie, Madame. Ist schon wieder gut. Hin tut sie auch nicht so weh. Ja, ja. Ja, ja, wer hat dir erlaubt, auf der Straße zu spielen? Los, ins Haus. Wollen Sie bei uns wohnen? Wir haben 8 Zimmer, 7 sind noch frei. Mir genügt eins. Papa, Papa, die Dame braucht ein Zimmer. Kommen Sie? Danke. Haben Sie wirklich was frei? Wenn Sie wünschen, kommt, nimm der Dame die Tasche ab. Bitte schön. Angelique! Angelique! Guten Morgen, Madame. Madame bekommt Zimmer 5. Zimmer 5 ist unser schönstes Zimmer. Zuletzt wohnte da ein junges Ehepaar. Hier ist der Schlüssel. Das heißt, eigentlich war es gar kein richtiges, sondern ein wildes. Der wusste nicht mal ihren Geburtstag. Die Leute waren verheiratet. Kann sein, aber bestimmt nicht miteinander. Bitte schön, hier, Madame. Monsieur denkt immer nur ans Geschäft. Über alles andere sieht er hinweg, sogar über die Liebe. Pierre, geh du an deine Schularbeit. Der dumme Aufsatz. Wie denken Sie darüber, Madame? Über die Schularbeiten? Nein, über die Liebe. Bitte, hier ist Ihr Zimmer, Madame. So, okay. Schön. Wann kommt denn Ihr Freund, Madame? Was denn für ein Freund? Ich dachte, weil Sie ein Doppelzimmer genommen haben. Ich habe keinen Freund. Oh, Madame, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wenn Sie scharf nach rechts gucken, da können Sie das römische Amphitheater sehen. Ja, ich hatte mal einen Gast, der war ganz wild drauf. Jeden Tag ist er drauf rumgeklettert und abends war er müde. Die Betten sollen sehr anständig sein. Das junge Paar war ganz begeistert. Matratzen sind aus Paris. Kommen Sie auch aus Paris? Ich komme aus England. Oh, so weit. Es ist gut, Angelik. Ich möchte jetzt meinen Koffer ausgeben. Ja, gewiss, Madame. Da bist du immer noch da und dein Aufsatz? Der hatte noch ein paar Tage Zeit. Madame, das ist eine richtige Plage mit ihm. Ich bin immer froh, wenn ich ihn abends ins Bett stecken kann. Immer viel zu früh, nur weil du zu deinem Freund bist. Verschwinde, verschwinde, du stehst im Weg. Helfen? Madame, ich warne ja. Sie. Den werden Sie nicht mehr los. Was ist denn da drin? Sag mal, Pierre, gehört euch dieses Hotel schon lange? Ja, schon immer. Wo ist denn deine Mutter? Die ist tot. Ist das Leder? Ja. Darf ich das mal sehen? Ja, natürlich. Ist das schwer. Du, Pierre, wie heißt du denn noch? Ich heiße Pierre Gaston Marcel Georges. Und dein Familienname? Brito. Ach so. Was sind das für komische Leute da drin? Ja, Pierre, willst du nicht doch lieber deinen Aufsatz machen? Ich weiß ja nicht, was ich schreiben soll. Wie ist denn das Thema? Der schönste Tag meines Lebens, aber hier gibt's keine schönen Tage. Oh, ein Brautpaar. Wer ist denn das? Das sind meine Eltern. Die hießen Durand. Kennst du jemanden, der so heißt? Durand? Mhm. Nö. Wo geht's denn hier weiter? Es geht nicht weiter. Meine Eltern sind beide gestorben. Schade. Ja. Bist du nun endlich fertig? Natürlich bin ich fertig. Jetzt komm aber schlafen und zwar im Galopp. Diese Weiber, immer wollen sie eins Bett haben. Guten Abend, Madame, guten Abend. Guten Abend, Monsieur. Na, Pierre? Möchten Sie hier Platz nehmen? Ja, danke. Möchten Sie etwas essen? Ich habe heute eine Brandade. Ja, gern. Was ist das? Eine Art Bouillabaisse. Und was ist das? Das ist eine heimische Fischsuppe. Ja, bitte. Gute Nacht, Madame. Gute Nacht, Pierre. Gehst du jetzt schlafen? Na, ich muss ja. Da sehen Sie es, Madame. Jeden Abend komme ich zu spät und meine Freundin ist weg. Hier, meine Freundin. Ist das die Freundin mit dem Schnurrbart? Nein. Sie hat dieselben Dauerwellen wie Sie. Madame, das Fremdenbuch. Sie müssen sich bitte noch eintragen. Die Polizei verlangt es. Nur Ihren Namen, bitte. Okay. Ach, Sie heißen Durand? Ja. Ach, Durand? Richtig, Durand?
Das ist ja Monsieur Labise von der Landesbank. Sein Schalter ist schon jetzt vergittert, damit er sich langsam daran gewöhnt. Kennen Sie hier jemanden, der Durand heißt? Nein. Und Sie? Leider nein. Ich kenne hier keinen. Aber Sie waren doch eben so erstaunt. Wir dachten, Sie sind Engländerin und der Name Durand ist doch... Mein Vater war Franzose. Ah. Mein Großvater auch. Ach. Moment, ich habe ihn bei mir. Gestatten Sie übrigens, Olivon, Lehrer am hiesigen Gymnasium. Oh. So sehen die Vorbilder kommender Generation. Oder wie ich. Ich bin auch Lehrerin. Oh, interessant. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Gern. Dann darf ich auch. Bitte. Das ist mein Großvater. Aha, das ist ja hier vom Haus. Tatsächlich. Monsieur Bridau, wollen Sie mich der Dame nicht vorstellen? Oh, pardon. Monsieur Esperandier. Und mein Name ist Pinatel. Mein Schneider. Nennen Sie mich doch nicht immer Ihren Schneider. Vor 4 Jahren habe ich Ihnen den letzten Anzug gemacht. Darf ich mich hinsetzen? Natürlich. Danke. Wie kommt denn Ihr Großvater hierher, Madame? Ja, wie kommt der hierher? Kann man das Foto vielleicht mal sehen? Bitte sehr. Danke sehr. Vielen Dank. Dieses Hotel hat meinem Großvater mal gehört. Was? Nein, Ihrem Großvater? Das ist ja großartig. So, Monsieur Bridau, von wem haben Sie das Haus hier damals gekauft? Von der Witwe Legrand. Und die hat es übernommen von einem gewissen... Durand! Nein, bestimmt nicht. Das fällt mir schon wieder ein. Mit F fing es an. F? Ja, das Bild ist mindestens 40 Jahre alt. Darf ich das nochmal sehen? Bitte. F. Madame, auf Ihr Wohl. Mögen Sie Ihren Großvater wiederfinden. Ja, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Da schließe ich mich an. Was liest denn da? Hören Sie doch mal zu. Künstlerische Fotografie jeder Art, zahlreiche Goldmedaillen. Auguste Talon, Place de la Glacière. Place de la Glacière? Da wohnt ja heute noch ein Fotograf Talon. Moment, bin gleich wieder da. Auguste Talon! Aber natürlich, das war mein Großvater. Ja, Monsieur Talon, es handelt sich ja so um Folgendes. Moment, ich muss noch schnell die Dame aufnehmen, es eilt. Sie will auf ein Heiratsinserat antworten. So bitte mir ins Profil, bitte recht freundlich, so bleiben, ausgezeichnet. Also, worum handelt es sich? Das ist eine Dame aus England, die sucht ihren Großvater. Meinen Großvater? Ihren Großvater. Ja, das sage ich ja. Was will die Dame von meinem Großvater? Doch nicht von Ihrem Großvater. Monsieur Talon, kommen Sie, ich erkläre Ihnen das alles unterwegs. Also, da ist eine Dame im Lampre abgestiegen aus England und die will... Meine Herrschaften, hier haben wir den Fotografen Talon vom Place de la Glacière. Madame, Monsieur. Dann dürfen Sie mir bitte mal das Bild geben. Hier. Na? Aber ja, diese Aufnahme hat mein Großvater gemacht. Ah, ja, also. Zahlreiche Goldmedaillen, das sieht ihm ähnlich. Wissen Sie, wie viel er bekommen hat? Eine, und zwar eine silberne vom Tierschutzverein. Glauben Sie, dass sich Ihr Großvater an meinen Großvater erinnern würde? Das glaube ich schon. Das ja? Wenn nur leider ist über 20 Jahre tot. Ach, schade. Vielen Dank für Ihr Mitgefühl, Madame. Aber meine Großmutter lebt noch. Hier in Nîmes? Nein, in Montpellier, Madame. Wenn Sie wollen, schicke ich eine Postkarte. Und glauben Sie, dass Ihre Großmutter Ihnen sofort antworten wird? Madame, sie ist nicht mehr die Jüngste mit ihren 96 Jahren. Aber Sie haben Glück. Meine Frau ist gerade bei ihr zu Besuch. Ich werde heute noch schreiben. Bitte machen Sie es dringend. Am besten express. Wir können nicht so lange warten. Die Dame kann nicht so lange warten. Aber es eilt doch nicht so. Doch, Madame. Also, das müssen Sie schon uns überlassen. Warum sitzen Sie hier noch herum? Jede Minute ist kostbar. Ja, aber ich wollte noch gern einen Wein trinken. Ja, das können Sie ein anderes Mal. Jetzt gehen Sie nach Hause und schreiben. Wann bringen Sie uns die Antwort? Vielleicht in einer Woche. Wie zu spät. Spätestens übermorgen ist die Antwort hier. Jawohl. Bitte einen Wein. Bitte. Ah, Madame, gehen Sie spazieren? Ja. Wo ist denn Pierre? In der Schule. Aber Madame, wenn man ein Kind bei sich hat, ist es sehr schwer, Bekanntschaften zu machen. Ich will keine Bekanntschaften machen. Ach. Oh, Monsieur? Kaffee. Kaffee. Thank you.
Wie heißt die Hauptstadt von Afghanistan? Ja, das weiß ich jetzt im Moment nicht. Ich denke, du bist Lehrerin. Ich bringe Ihnen etwas zu trinken. Oh, schön, eine Tasse Kaffee. Das ist Tee. Ach. In England trinkt man ihn doch sehr stark. Ich habe extra die dreifache Portion genommen. Wenn ich Herzklopfen kriege, sind Sie schuld. Ich hole etwas heißes Wasser. Soll ich eine Limonade? Du machst jetzt deine Schularbeiten. Ich kann doch nicht dauernd denken. Warum bist du eigentlich allein spazieren gegangen? Du warst doch in der Schule, Pierre. War es denn schön? Bestimmt nicht. Du sollst erst mal sehen, wenn wir beide losziehen. Mal da. Schön ist es hier oben. Nicht wahr? Komm. Hier haben schon vor 2000 Jahren die Gladiatoren gegen Löwen gekämpft. Was sind denn Gladiatoren? So nannte man im Altertum die Schaukämpfer. Und die mussten gegen Löwen kämpfen? Furchtbar, nicht? Schrecklich. Waren das Franzosen? Nein, nein, alte Römer. Gemein. Hätten sie auch junge Römer nehmen können. Ja. Komm, jetzt gehen wir weiter. Du, ich würde jetzt furchtbar gern Eis essen. Gut, gehen wir ein Eis essen. Oh ja. Zwei Schokoladeneis, bitte. Nein, nein, nicht für mich, Pierre. Ist ja auch gar nicht für dich. Willst du denn zwei Portionen essen? Nein. Anatol! Anatol! Komm her, ich lade dich zum Eis ein! Du hast doch nichts dagegen. Nein, nein. Komm. Das nächste Mal gibst du eins aus. Mach ich. Pass auf, dass du dir dein schönes Hemd nicht schmutzig machst. Mhm. So, Pierre. Jetzt gehen wir in den Fontänengarten. Komm. Wollen wir da mit? Ich gehe zu Frederik. Der ist beim römischen Turm. Mit dem neuen Fußball? Komm, da gehen wir mit. Nein, Pierre, da gehen wir nicht mit. Ich will aber zu Frederik. Wir gehen in den Fontänengarten und jetzt kein Wort mehr. Aber Pierre, sowas sagt man doch nicht. Ist nur eine Flasche. Schau mal, wie du aussiehst. Das geht schon wieder ab. Ja, ja, komm jetzt. Thank you.
schon zu viel Geld für uns ausgegeben. Hauptsache, es hat dir Spaß gemacht. Und wie? Da. Nein, nicht die Hände, da kommt ja doch gleich wieder Tinte dran. Ich muss ja noch meinen Aufsatz schreiben. Siehst du, wären wir nur früher gekommen. Früher hätte ich einen Aufsatz gar nicht schreiben können. Sag ich doch erst, wann mein schönster Tag war. Wann denn? Heute. Komm. Wie ist das schön dreckig? Na komm, komm, beeil dich. Ja, ja. Sie haben Pierre eine große Freude gemacht, Madame. Danke. Er war ja auch sehr artig. Danke. Bitte. Siehst du? Komm, du gehst jetzt ins Bett. Mhm. Gute Nacht, Dorothee. Gute Nacht, Pierre. Madame, Madame, wir haben Nachrichten von Ihrer Familie. Nein. Ja, Monsieur Talon wird gleich hier sein. Meine Frau hat geschrieben. Meine Frau hat geschrieben. Ich will ihn gleich vorlesen. Sei enorm schnell gegangen. Sie hat extra Express draufgeklebt. Ist sie nicht süß? Ja, nur lesen Sie schon. Bitte erst einen Wein. Bitte, bitte lesen Sie. Nun fangen Sie schon an. Darf ich die Sondermarke haben? So, bitte. Danke. Mein heißgeliebter Fortuné, du scheinst ja viel zu erleben, wenn ich nicht da bin. Und ich denke, mein Häschen kann es daheim vor Sehnsucht kaum aushalten. Das interessiert wohl weniger. Weiterlesen Sie, Häschen. Großmutter sagt, sie kann sich an die Familie Durand erinnern. Na, sehen Sie. Ihnen gehörte das Hotel L'Empereur. Sie hatten einen Sohn und eine Tochter. Und wie schön wäre es, wenn auch du mir endlich einen Stammhalter... Das ist mir privat. Nichts werden Sie auslassen. Der Brief ist schließlich für uns. Ich meine, für Mademoiselle Durand. Weiter, 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 bitte. Sie hatten einen Sohn und eine Tochter. Ja, ja. Der Sohn zerstritt sich mit seinem Vater und heiratete in London eine Engländerin. Das sind meine Eltern. Ihre Eltern? Der alte Durand verkaufte das Hotel an einen gewissen Godet. Godet, natürlich. Ist mir der Name nicht eingefallen. Er fängt ja auch mit F an. Also soll ich nun lesen oder wollen Sie unterhalten? Lesen. Weiterlesen. Die alten Durands zogen in ein kleines Dorf in den Bergen. Es heißt Saint-Fiacre und soll im Sommer sehr schön sein. Ich denke immer wieder an unsere Hochzeitsreise, wo wir so manche Nacht... Alles andere ist unwichtig. Wollen Sie wohl weiterlesen? Was ist mit der Nacht? Nichts von Bedeutung. Wie heißt das Nest? Saint-Fiacre, schreibt meine Frau. Ja. Und am Schluss steht, bitte teile bald mit, wie die Sache weitergeht. Großmutter ist sehr neugierig. Bitte noch einen Wein. Danke vielmals, Monsieur Talon. Ah, die hohe Obrigkeit persönlich. Guten Abend. Guten Abend. Madame, damit keine Verwechslungen vorkommen. Der rechts ist der Räuber, der links der Gendarm. Marius, einen Pastis. Für den auch. Aber nur einen kleinen. Ich habe genauso weiten Weg hinter mir wie Sie. Könnten Sie sich ruhig mal ein Transportauto anschaffen. Wenn es Ihnen bei uns nicht passt, dann stehen Sie doch woanders. Aua. Sir Bombo, kennen Sie ein Nest namens Saint-Fiacre? Aber ja. Vorerst ja beim Winzerfest habe ich da gearbeitet. Sie können also arbeiten, wenn Sie wollen. Leicht gesagt. Als Taschendieb ist man immer von der Saison abhängig. Und mit einem Bein steht man dauernd im Kittchen. Wie kommt man da hin? Ins Kittchen? Ganz leicht. Nach Saint-Fiacre natürlich. Ah, nach Saint-Fiacre. So, bitte. Also erstmal mit dem Bummelzoo nach Alès. Zum Wohl. Bitte nach Ihnen. Entschuldigung. Ja, aber was mache ich in Alès? Ja, was macht sie in Alès? Ja. Also in Alès nehmen Sie den Bus nach Castillon, der geht um 12.20 Uhr. 12.16 Uhr. 12.20 Uhr, das muss ich ja wohl besser wissen. Ich habe dreimal in Castillon gebrummt. Sie können sich auf mich verlassen, Madame. 12.20 Uhr. 12.16 Uhr. Als Beamter bin ich wohl glaubwürdiger als Sie. Und als Vorbestrafter bin ich wohl ein bisschen mehr rumgekommen. Aber ich bitte Sie, zanken Sie sich doch nicht meinetwegen. Jedenfalls sind Sie um 13:30 Uhr in Castillon. Und von da nimmt Sie den Bus nach Saint-Fiacre. Na, stimmt's? Ich will jetzt nach Hause, ich bin müde. Einen trinken wir noch, okay? Tut mir leid, nachher sind die guten Zellen alle wieder besetzt.
Ach, würden Sie bitte die Kleinigkeit für mich auslegen? Ich? Hm. Ach, bitte, das zahle ich, wenn Sie gestatten. Sie sind sehr liebenswürdig, Madame. Ich werde mich bei Gelegenheit revanchieren, Madame. Guten Abend, Madame. Bitte nach Ihnen. Danke sehr. Also, ich möchte zahlen. Ja, ich will auch zahlen. Ich habe alles aufgeschrieben, bitte sehr. Ja. Sie sollten auch schlafen gehen. Sie müssen früh aufstehen. Wieso? Aber, Madame, um 7.32 Uhr geht Ihr Zug nach Allianz. Ja, soll ich denn morgen schon... Natürlich, Sie können uns doch nicht so lange zappeln lassen. Und Ihre Großeltern erst recht nicht. Wenn Sie noch leben, müssen Sie ja über 90 sein. Umso mehr müssen Sie sich beeilen. Gute Fahrt und viel Glück. Ja, gute Nacht, Madame. Auf Wiedersehen. Und kommen Sie bald wieder. Ich drücke alle Daumen. Wiedersehen. Ja. Gute Nacht, Madame. Wiedersehen und nochmals vielen Dank, Monsieur. Es war mir ein Vergnügen. Und wie gesagt, Großmutter ist sehr neugierig. Und ich auch. Ja, ich lasse von mir hören. Wiedersehen, Madame. Soll ich Ihnen helfen? Ach, ich bitte Sie, Madame. Würden Sie Pierre von mir grüßen? Er wird sehr traurig sein, dass Sie morgen schon wegfahren. Ich hatte es ja gar nicht so eilig. Gute Nacht, Monsieur Brideau. Gute Nacht, Madame. Madame? Ja? Meine Frau. Sie starb bei Pierres Geburt. Pierre sieht dir sehr ähnlich. Nicht wahr? Gute Nacht, Madame. Gute Nacht, Monsieur Brito. Morgen, Monsieur Brideau. Sie sind schon auf. Wenn Sie wohl gerufen haben. Pierre, du bist schon wach. Das ist ja ein festlicher Abschied. Wie lange bleibst du denn weg? Ja, das weiß ich noch nicht. Und du kommst doch wieder. Natürlich. Ich lasse ja meinen großen Koffer hier. Ach, so früh? Angelique, ziehen Sie sich an. Ich habe mich ja gerade erst ausgezogen. Wir waren schon auf dem Markt. Sieh mal, was wir dir mitgebracht haben. Sollen dir Glück bringen, dass du deine Familie findest. Süß. Mir hat eigentlich noch nie jemand Blumen geschenkt. Naja, die Kinder in der Schule, aber das ist mir aus Gewohnheit. Obwohl Pierre auf die Idee gekommen ist, oder Marius? Wie schön die duften. Sicher hat sie Pierre für mich ausgesucht. Oder Marius? Wenn Madame gelegentlich einen Augenblick Zeit haben für die Fahrkarte? Oh ja, entschuldigen Sie. Madame, wollen Sie auch zum Fußballspiel? Dann gehen wir zusammen. Was fällt Ihnen ein? Ich will nach Saint-Fiacre. Und dann fahren wir eben zusammen. Ich denke ja gar nicht dran. Es wird Ihnen gar nichts anderes übrig bleiben. Ich bin nämlich der Chauffeur, da vorne steht mein Bus. Also darf ich Sie bitten einzusteigen? Halt! Ja, aber Sie wollen doch nach Saint-Fiacre. Ja, also, aber... bitte, Madame, kommen Sie. Bitte. Ta-da, 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 ta-da.
Er ist zwar ein bisschen alt, aber er tut's noch immer. Nächstes Jahr wird er repariert. Also, darf ich Sie jetzt bitten, einzusteigen? Bitte, Madame. Bitte? Geht schon los. Au! Alles Lavendel. Ja, sehr schön. Jetzt geht's hinauf in die Berge, Madame. Hoch hinauf. Wie hoch? Ich habe nur einen 10-Franc-Schein. Das macht nichts, ich kann ihn rausgeben. Ah, die Tür! Pardon, Madame. Eins, zwei. Weil Sie so nervös sind. Aber hier auf dem Land werden Sie Ihre Ruhe schon wiederfinden. Der Gang springt immer raus. Das macht nichts. Wir sind bald da, Madame. Da oben liegt Saint Fiacre, Madame. Gott sei Dank. Madame, wir sind da. Danke. So, Madame, in einer Viertelstunde fahre ich wieder runter. Sonst versäume ich das Fußballspiel. Kommen Sie wieder mit? Vielleicht. Sagen Sie, wissen Sie, wo hier der Pfarrer wohnt? In Religion bin ich schwach. Aber da oben, da ist die Kirche, Madame. Herr Pfarrer, mit dem Omnibus ist eine fremde Dame gekommen. So, so, eine fremde Dame. Ah.
Herr Pfarrer, die fremde Dame. Oh. Guten Tag, Herr Pfarrer. Willkommen, Madame. Ich habe eine wichtige Frage an Sie. Wollen wir nicht lieber in mein Amtszimmer gehen? Nein, nein, das ist nicht nötig. Ach, Sie malen? Es ist nicht der Rede wert. Aber der liebe Gott liebt die Stümper genauso wie die Könner. Bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen? Oh, danke. Wollen Sie etwas zu trinken? Nein, danke. Bei der Hitze... Dann gestatten Sie mir doch, ja? Vorsicht, das ist Ihr Malwasser. Nein, Madame, das ist Pastis. Wollen Sie bald kosten? Nein, danke. Was kann ich für Sie tun, Madame? Ich komme aus England. Oh, Sie sind Engländerin? Ja, ich suche meine Großeltern. Die sind seinerzeit hierher gezogen. Durand heißen sie. Und Sie meinen, dass sie bei mir liegen? Liegen? Vielleicht leben sie noch. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Nur der Name ist mir so gar nicht... Ich fürchte, wir werden Seraphin fragen müssen. Ja. Seraphin, die Dame aus England... Ja, ich weiß. Die Durands haben hier gelebt. Aber sie bekam es plötzlich auf der Brust und da sind sie wieder weggezogen. Aber wohin denn, wohin? Na, das wollte ich doch gerade sagen. Na, dann sag's doch schon. Nach Saint-Étienne, zu ihrer verheirateten Tochter. Das müsste also ihre Tante sein. Ja, die Dame wird wohl selber wissen, mit wem sie verwandt ist. Sei nicht so unfreundlich. Engländer sind höfliche Leute. Unsere Jeanne d'Arc haben sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber wer wird denn so nachtragend sein? Ach bitte, wissen Sie vielleicht, mit wem meine Tante in Saint-Étienne verheiratet ist? Natürlich weiß ich das. Mit einem Bandwirker. Er hieß Lombard. Baptiste Lombard. Baptiste Lombard. Wissen Sie seine Adresse? Da müssen Sie sich schon in Saint-Étienne erkundigen. Sie hat schon zwei meiner Amtsbrüder überlebt. Ich fürchte, es wird ja auch bei mir gelingen. Hallo, Madame! Gilt das Ihnen? Hallo! Madame! Was ist denn nun? Was sind denn das für Manieren? Das ist der Omnibusfahrer. Ich will ja nur wissen, ob die Dame mich zurückfährt nach Castillon. Ich muss zum Fußballspiel. Ich komme. Auf Wiedersehen und hoffentlich finden Sie Ihre liebe Familie. Wiedersehen, Herr Pfarrer, vielen Dank. Wiedersehen. Und schreiben Sie mal, ob Sie Ihre Angehörigen gefunden haben. Ja. Gute Reise. Auf Wiedersehen. Ah, Madame, ich habe ja gleich gesagt, dass Sie in diesem gottverlassenen Nest nicht bleiben werden. Das ist nett, dass Sie auf mich gewartet haben. Bitte, wo liegt Saint-Étienne? Saint-Étienne? Ja. Was wollen Sie denn in Saint-Étienne? Da sollen Verwandte von mir leben. Madame, Sie kommen doch mit zum Fußballspiel. Nein, nein. Hören Sie also doch mal zu. In Castillon spielen heute die scharlachroten Wölfe. Und die sind aus Saint-Étienne. Vielleicht können Sie da was erfahren über Ihre Verwandten. Also bitte, Madame, steigen Sie ein. So. Aber bitte nicht wieder in dem Tempo wie vorhin. Nein, nein, Madame. Runter geht's schneller. Geht schon los, Madame. Da sehen Sie an, was der Kerl jetzt macht. Abgeben! Abgeben das Leder! Abgeben! Was denn für ein Leder? Das sind nun meine scharlachroten Wölfe. Kennen Sie die Wölfe? Natürlich, ich habe sie ja meinem Bus hierher gefahren. Sie, wenn die verlieren, dann können Sie zu Fuß nach Saint-Étienne gehen. Da, jetzt kommt er! Jetzt kommt er! Nein, 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 nein! Bitte, wer kommt? Schießen! 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 Nicht alleine! Jetzt müsste der Ball auch mal ins andere Tor. Was? Machen Sie keine Witze, Madame. Ja, jetzt noch mal, weil es so schön war. Los, hey, los, hey! Eine Flasche!
schon Schluss. Schon Schluss? Ja. Wer hat denn gewonnen? Wir natürlich, die scharlachroten Wölfe. Ach, wunderbar. Kann ich mal einen von denen sprechen? Wen denn? Oh, irgendeinen Wolf. Bitte sehr, dann kommen Sie mit. Ruhe! Ich schätze, dass ich für uns alle spreche, wenn ich die anwesende charmante Dame zu unserem heutigen Maskottchen erkläre. Ohne diese Dame hätten wir ein Tor weniger. Und da unser Gast aus England kommt, der Wiege des Fußballs, treten wir zuerst auf Britannien, das klassische Fußballland. Auf die Wiege des Fußballs. Ich glaube, jetzt sollten Sie auch was sagen. Hm? Was denn? Na, irgendwas, das kann der größte Blödsinn sein. Wir freuen uns doch über alles. Ich habe schon so viel Wein getrunken. Na bitte. No. Sei mal ruhig. Meine Damen und Herren. Ich meine, meine Herren. Ich danke Ihnen im Namen meiner Wiege. Ich meine, ich danke Ihnen im Namen meiner Heimat. Kurzum, ich will mich kurz fassen. Ich danke Ihnen im Namen Großbritanniens. Was mich betrifft, so habe ich in meinem Leben noch nie ein Fußballspiel gesehen. Noch nie ein Fußballspiel gesehen, was mir so gefallen hat wie jetzt. Ich bin glücklich, dass Sie alle aus Saint-Étienne kommen, denn ich hoffe, dass mich mit dieser Stadt bald innige Bande verknüpfen werden. Jetzt sagen Sie bloß noch, Sie haben da einen Freund. Nein, nein. Ich hoffe, in Saint-Étienne Verwandte zu finden, die ich noch nie gesehen habe. Und darum trinke ich auf Saint-Étienne und seine scharlachroten Wölfe. Wie heißen denn Ihre Verwandten? Lombard. Oh, Lombard heißen viele. Sie sind Bandwerker. Oh, ich habe eine Tante in der Bandwerkerei. Wirklich? Sie wohnt gegenüber von zwei Damen. Ein bisschen älter als Sie. Catherine und Françoise. Die machen beide Bänder. Ihr Vater ist tot, aber sie haben das Schild nicht weggenommen. Baptiste Lombard. Ich muss unbedingt nach Saint-Étienne. Und wissen Sie wann? Am liebsten morgen schon. Nein, heute. Mit uns! Ja. Ja. Aber ich muss doch zuerst noch nach Nîmes. Ich denke, Sie wollten nach Saint-Étienne? Ja. Nee. Nein, also das geht. Oh. Na, und ob das geht? So bequem kommen Sie nie wieder nach Saint-Étienne. Ja. Und mein Koffer? Das macht doch nichts. Im Omnibus ist Platz genug. Ja. Das wird doch viel zu spät. Ja, wenn das Ihre Cousinen sind, können Sie mitten in der Nacht kommen. Das und wenn Sie es nicht sind? Na, dann kommen Sie mit mir. Meine Mama freut sich über jeden Ich weiß auch einen. Wer lernt mit den Kindern streng das ABC? Die Dorothee, die Dorothee. Wer sieht so graziös aus wie ein scheues Reh? Die Dorothee, die Dorothee. Wer trinkt eine Flasche ganz allein, oh weh? Die Dorothee, die Dorothee. Wer hat da von morgen sich das Schädel weh? Ich schätze, Sie sollten jetzt was essen. Hier, Mademoiselle. Kosten Sie. Hat meine Mama selbst gebraten. Wunderbar. Schmeckt sie nicht? Es leben die Beinchen Ihrer Frau Mama. Wer wird jetzt so munter wie ein Fisch im See? Die Dorothee, die Dorothee. Kinder, nun seid doch endlich mal ruhig. Man kann ja gar nicht schlafen. Sie sind sehr nett. Ist ein bisschen wie meine Mama. Die lacht auch so mit den Augen. Vincent, wie war die Hausnummer? 74. Und der Name? Lombard, Baptiste Lombard. Ich schätze, die liegen schon in den Federn. Bitte lassen Sie doch, ich komme lieber morgen.
bitte, lebt Ihre Mutter noch? War sie eine geborene Durand? Ja, warum? Dann bin ich eure Cousine Dorothee. Nein, nicht möglich. Aus England? Ja. Katharine! Katharine, komm runter, schnell! Unsere Cousine ist da! Hey, Dom! Hey, Dom! Dom, 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 Dom! Hey, Dom! Gute Nacht, Mademoiselle Dorothee. Gute Nacht. Ich komme morgen mal vorbei. Ich bin die Françoise. Komm rein. Auf Wiedersehen, Maskottchen! Auf Wiedersehen! Alles Gute! Schatz, du wirst es nicht glauben, aber hier steht unsere Cousine. Sie ist aus England herübergekommen. Hey, komm, hey, komm, 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 komm. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Unsere Cousine ist nämlich gekommen. Direkt aus England. Ja. Das ist natürlich was anderes. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke. Danke. So. Um Himmels Willen, dein Gepäck? Im Autobus. Mehr habe ich nicht. Na, lass mich nur entschuldigen. Danke, den Koffer habe ich in Nîmes gelassen. In Nîmes? Ich denke, du kommst aus England. Jetzt komme ich aus Castillon. Was tust du in Castillon? Da hat mich der Chauffeur hingebracht, dass ich oben in Saint-Fiacre war. In Saint-Fiacre? Mein Gott, scheinst du allerhand erlebt zu haben. Also, das musst du uns alle überraschen. Jetzt komm erst mal rein. Du möchtest du gerne einen Tee haben? Ja. Wir können dir einen schaffen. Dieses Bild hat Dorothee bestimmt nicht in ihrem Album. Das ist unser Großvater als stolzer Krieger. Ja. Ist er sehr krank gewesen, bevor er starb? Nein. Als es zu Ende ging, hat er sich noch einen doppelten Cognac bestellt. Und die Großmutter? Ich glaube, die beiden Alten haben sich heimlich verabredet. 4 Wochen später war sie auch tot. Ja, dann sind wir drei... Der kümmerliche Rest. Kannst du dich nicht später einbalsamieren? In unseren Jahren muss man ständig an der Schönheit arbeiten. Solange bis du noch mehr Falten davon kriegst. Das ist die neueste Nachtcreme. Da riech mal, von ihrem Verlobten. Verlobten. Monsieur Frecon hat nämlich ein Parfümeriegeschäft. Hast du auch einen Verlobten? Oh, ich kann doch die Kleine nicht allein lassen. Außerdem kommt keiner. Du bist selbst schuld. Mit deiner Klugheit verscheuchst du alle Menschen. Doch, aber François, ja, ist doch wahr. Deine Leihbibliothek könnte so gut gehen, wenn du was mit Liebe und Leidenschaft hättest, so wie man es eben gern liest. Stattdessen schwatzt sie allen Leuten Bücher auf, die kein Mensch versteht. Du verdienst mit deinen Bändern wohl ein Vermögen. Dabei macht Monsieur Frecon ihr jede Woche einen Heiratsantrag. Endlich auf damit. Noch Tee? Ja, gern. Und warum nimmst du ihn nicht? Kann doch die Große nicht allein lassen. So, jetzt gehen wir schlafen. Und morgen schreibst du nach Nîmes, sie soll dir deinen Koffer schicken. Ja, soll ich denn hier bleiben? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Solange du Ferien hast, bleibst du doch bei uns. Oder willst du nicht? Doch, nur ich habe hier gar nichts bei mir. Ach, wir werden dich schon ausstattieren. Die Große hat genug Kleider. So schön habe ich es noch nie gehabt. Endlich mal Familie. Ich gehe jetzt dein Bett zurechtmachen. So, und ich schließe dir das inzwischen weg, ja? Ja, dann brauche ich es ja nicht mehr. Guten Morgen, Mademoiselle. Guten Morgen, Monsieur. Du, das ist für dich. Pferde. Der dich gestern Abend hergebracht hat. Na nur los, komm, zeig dich. Okay, schon. Guten Morgen, Monsieur César. Wie geht's, Mademoiselle? Ich komme einen Moment drauf. Nein, nein, das geht nicht. Warten Sie, ich komme runter. Du kannst sie doch nicht vor der Tür stehen lassen. Monsieur César, kommen Sie doch rauf. Hallo, Moment. Kommen Sie nicht drauf. Ich komme runter. Vielleicht können wir ihn gemeinsam verscheuchen. Ich muss sowieso noch den Laden aufschließen. Und ich muss mich beeilen. Die Firma Murier braucht heute Morgen die Bänder. Außerdem kommt Monsieur Frecon noch vorbei. Ah, der holt sich seinen wöchentlichen Korb ab. Ach du. Mag sie Monsieur Frecon nicht? Natürlich mag sie ihn, aber sie glaubt, dass ich ohne sie elend zugrunde gehe. Kannst du denn nicht auch heiraten? Woher nehmen und nicht stehen? Und die in Frage kommen, sind schon vergeben. Und die noch nicht vergeben sind, kommen nicht in Frage. Oder weißt du einen Mann für mich? Ich kenne überhaupt keine Männer. Na, da wird's aber höchste Zeit. Da, der erste steht schon draußen. Na, endlich.
aus unserem Garten. Hier, riechen Sie mal. Danke. Morgen. Schönen Gruß von meiner Mama und sie lässt Ihnen sagen, Sie sollen sie unten abschneiden, das hält sie länger frisch. Vielen Dank. Oh, haben Sie aber viele Bücher. Ich habe auch zwei. Eins habe ich schon gelesen. Was ist denn das für ein Ungetüm? Diese Webstühle sind über 100 Jahre alt. Guten Morgen, Monsieur Fréquent. Guten Morgen, Katharine. Ich störe doch nicht dich. Aber Sie stören nie. Dorothée, das ist Monsieur Fréquent, ein sehr langjähriger Freund unseres Hauses. Und das ist unsere Cousine aus England. Na, ich weiß, das ist doch das Tagesgespräch im ganzen Stadtviertel. Ach, du lieber Gott. Habe ich recht? Genau. Fréquent. Oh. Guten Morgen. Guten Morgen, Françoise, meine liebe Françoise. Ich habe mir erlaubt, Ihrer Cousine zur Begrüßung eine Kleinigkeit mitzubringen. Oh, vielen Dank. Er passt genau zu Ihrem Teint. Wer? Der Lippenstift. Ah, danke. Werden Sie längere Zeit hier bleiben? Das weiß ich noch nicht. Im nächsten Monat ist nämlich das große Fest der Radfahrverein in Serrières. Oh, das müssen Sie erleben. Da komme ich auch mit. Pardon, Monsieur? Es handelt sich um einen Ausflug der Radfahrvereine. Da kommt man doch auch ohne Strampeln hin. Also, was ist nun? Ich schätze, wir beide gehen heute Abend aus. Wir beide? Nein, Monsieur César. Heute Abend bleiben wir drei zu Hause. Mmh, ausgezeichnet. Nein. Ist jetzt der Lippenstift wieder ab? Nein. Was Monsieur Fréquent liefert, ist kussfest. Nicht wahr, François? Da du ja alles ausprobierst, musst du es ja wissen. Weiß ich auch. So siehst du wirklich reizend aus. Ja, ne? Das ist nur, weil ich dann Kleid anhabe. Sei nicht so bescheiden. Ich hab einen Koffer bald. Wenn nicht, werden wir dir was Hübsches kaufen. Ja, du. Wer sitzt heute Abend ganz in unserer Nähe? Die Dorothee! Die Dorothee! Du hast Chancen. Nimm doch nicht immer gleich die Brille. Du siehst ohne viel hübscher aus. Wer ist nicht zu Hause, wie ich deutlich sehe? Die Dorothee! Die Dorothee! Ich nehme einen Moment Platz. Ja, los. Was wollt ihr denn hier? Fragt doch die Damen, ob sie ihnen überhaupt recht ist. Nein, nein, bleiben Sie nur. Ich einkaufen. Katharine, sieh dir das an. Sie hat einen neuen Rock. Du bist ein leichtsinniges Huhn. Steht dir aber gut, der Leichtsinn. Also, Artischocken, Salat, Paprika, Oliven, sonst noch was gefällig? Ich gebe dir Geld. Kommt nicht in Frage, heute bin ich mal dran. Sie ist wirklich leichtsinnig. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Ich habe hier eine Karte. Sind Sie Mademoiselle Durand? Für mich? Das ist eine gute Nachricht. Sie kriegen den Koffer. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Monsieur Blanche. Von Marius. Von Marius. Hast du einen Marius? Von Monsieur Brideau aus Nîmes. Und da sagst du, du kennst keine Männer? Nun hört euch das an. Ihr Telegramm erhalten, zurzeit sehr beschäftigt, habe demnächst in Ihrer Gegend zu tun und werde dann Ihren Koffer mitbringen. Na also! Viele Grüße von allen, besonders von Pierre, Ihr Marius Brideau. So eine Unverschämtheit. Wieso? Dabei habe ich ihm vier eng beschriebene Seiten geschickt. Was soll er denn noch schreiben? Sein Koffer gibt doch nicht viel her. Ich gehe jetzt zum Markt. Du kannst doch ein paar Eier mitbringen. Na, lieber nicht! In der Wut soll man keine Eier kaufen. Hey, Dorothee! Oh, was gibt es bei Ihnen heute zum Mittag? Hühnchen. Bei uns gibt's Puri. Das ist eine Fischsuppe. So gut wie Mama macht die keiner. Sie müssen einmal zum Essen kommen. Ja, danke. Übrigens kann ich Ihnen eine erfreuliche Mitteilung machen. Am nächsten Sonntag fällt das Fußballspiel aus. So. Und da schätze ich, da fahren wir zwei nach La Master. Da ist ein hübsches kleines Hotel. Das liegt entzückend, sage ich Ihnen. Meine letzte Freundin war ganz begeistert. Ich schätze, es wird Ihnen auch gefallen. Und ich schätze, da werden Sie sich eine andere suchen müssen. Also, ich nehme die beiden Balzacs. Haben Sie die nicht schon mal gehabt? Nein, Kind, gute Bücher sind Freunde, die man immer gerne wieder trifft. Haben Sie
Sie eigentlich noch mal was aus Paris gelernt? Nein, Monsieur Simon war verreist. Aber ich will ihm noch mal schreiben. Danke. Hat man sowas erlebt? Da ist sie, unsere Cousine aus England. Monsieur Messidon ist Mitglied in unserem Radfahrclub. Kommen Sie auch mit zum Fest? Selbstverständlich rate ich hin. Hoffe aber, dass das Fest nicht schon vorüber ist, ehe ich ankomme. Das hat mich sehr gefreut. Meine Ehrerbietung. Auf Wiedersehen, Monsieur Messidon. Und wenn ich aus Paris höre, gebe ich sofort Bescheid. Vielen Dank. Monsieur Messidon. Monsieur, Monsieur Dar kann Katrin wahrscheinlich eine Stellung in einem Pariser Verlag verschaffen. In Paris? Oh, das wäre aber schön. Ach, daraus wird ja doch nichts. Denkt euch dieser César mit mir übers Wochenende in ein Hotel nach Lamastre. Hm. Ist das nicht unverschämt? Und wie? Lamastre ist ein ganz langweiliges Nest. Da geht man mit den Hühnern schlafen. Na, sowas Ähnliches hat er sich wohl auch gedacht. Aha. Ich mache uns aber was zu essen, ja? Nein, halt, du musst dich umziehen. Es ist angerufen worden aus Nîmes. Für mich? Ja, du sollst nach Lyon kommen. Monsieur Brideau hat da heute eine Besprechung und er bringt einen Koffer mit. Und das habe ich gern so Hals über Kopf. Du kannst ihn um 3 am Bahnhof in Empfang nehmen. Den Koffer. Aha. Wo ist denn mein Koffer? Da drüben in der Gepäckaufbewahrung. Ach so. Wir wollen ihn heute den ganzen Nachmittag mit herumschleppen. Ich denke, Sie haben eine Besprechung. Ach, die ist nicht so wichtig. Sehen Sie mal da. Die roten Omnibusse. Die waren früher gelb. Ach. Tja. Ja, ich möchte Sie ein bisschen durch die Stadt führen. Haben Sie Lust? Mhm. Ja, ich kann Ihnen viel darüber erzählen. Sie machen Seide hier. Und Samt. Da oben liegt die Wallfahrtskirche Notre-Dame de Fourvière. Sie wurde in den Jahren 1872 bis 96 neben einer älteren Kapelle erbaut. Sehr interessant. Und doch, das Reiterstandbild stellt Ludwig den 14. dar. Einen schönen Anzug haben Sie an. Ja, den hat Monsieur Pinatel gemacht. Er meint, es sei nötig, wenn ich in eine Geschäftsreise mache. Es steht Ihnen sehr gut. Gehen wir da hinüber? Ja. Wollen wir uns einen Moment setzen? Ja, gern. Hübsch ist die Frisur. Gefällt sie Ihnen? Ja, sehr. Ist ganz verrückt. Ich wollte Ihnen so viel erzählen und auf einmal... alles weg. Fällt dir ein, hier Blumen zu stehlen? Du Dieb, du Lump, du... Bitte nicht. 2. Danke, Monsieur, danke. Dankeschön. Wie geht's denn, Angelique? Ach, die hat jetzt einen Eisenbahner. Wenn diese Mädchen nur einen Mann sehen, verlieren sie den Kopf. Verstehen Sie sowas? Nein, das verstehe ich nicht. Danke. Bitte. Sie haben mir noch gar nichts von Pierre erzählt. Ach, jeden Tag fragt er nach Ihnen. Wenn es nach ihm ginge, müsste ich Sie heute Abend gleich mit nach Hause bringen. Wie nett von ihm. Werden Sie denn überhaupt noch mal kommen? Die Zeit ist zu schnell vorübergegangen. Aber ich hoffe, dass mein Urlaub verlängert wird, denn... besuche ich Sie bestimmt. Pierre würde sich sehr freuen. Nur Pierre? Nein, auch die anderen. Monsieur Olivant und der Fotograf, die fragen dauernd nach Ihnen. Wie mich das freut. Ich werde sie Ihnen bestellen. Hm.
Was fällt dir ein? Du Dieb, du Lump, du! Na, warte! Wie viel? Zwei. Danke, Monsieur. Danke, Monsieur. Das nächste Mal nimmst du von den teuren Blumen, verstanden? Um Gottes Willen, mein Zug! Hoffentlich haben Sie sie nicht verpasst, meinetwegen. Aber nein, nein, liebe Mademoiselle Durand, diese Besprechung, das waren nur Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Vortragen. Du weißt doch, was sie fürs Radfahrfest gedichtet hat. Ja, ich komme gleich. Schreibst du an Marius? Nein, nein, an Pierre. Und warum machst du dabei ein Gesicht wie 8 Tage Regenwetter? Weil ich Pierre mitteilen muss, dass ich nun doch nicht mehr nach Nîmes kommen kann. Ja, aber ich denke, du wolltest... Meine Schule hat die Verlängerung des Urlaubs abgelehnt. Ich muss nächste Woche nach England zurück. Nächste Woche schon? Oh. Aber zu unserem Fest bist du doch noch da, hm? Ja, ja. Ja? Und kommt ihr? Kathrin möchte anfangen. Ja, natürlich. Ich war noch so klein und trug die Zöpfe rund gerollt. Da bin ich auf dem Fahrrad schon mit Jungens rumgetollt. Allen warf ich Küsse zu und zum Dank dafür pumpten sie mein Fahrrad auf. Da sprach Mama zu mir: immer langsam, nicht so schnell, immer langsam, Mademoiselle, für dein Alter kokettierst du schon zu gern. Auf dem Fahrrad mit den hübschen jungen Herren. Du Papa, wie viel ist 13 mal 12? Stör mich nicht. 3 mal 10 ist 30, 3 mal 2 ist 6, das ist 9. Du Pierre, gib mir doch noch mal die Postkarte. Stör mich nicht. Ach, komm, gib schon her. Ja. Angelique? Ja? Sie müssen hier Sonntag mal allein fertig werden. Ich muss geschäftlich nach Saint-Étienne. Sonntag? Da wollte ich doch meinen Eisenbahner treffen. Können Sie auch am Montag sehen. Da steht er doch wieder unter Dampf. Monsieur, wollen Sie sich die Sache vielleicht mal ansehen? Na, sieht das nicht gleich viel einladender aus? Ja, sehr schön. Und die Stühle? Die müssen auch gestrichen werden. Papa? Was ist denn nun schon wieder? Fährst du Sonntag zu Dorothee? Holst du sie? Ich will es versuchen. Oh. Wie viel ist 13 mal 12? 156. Danke. So, wo habt ihr den Säumchen und Esssachen? Den hab ich. Ja, und wer nimmt den Korb hier? Gib her. Hier, Vorsicht mit den Weinflaschen. Ja. Ah, die Damen Lombard. Ah, guten Morgen. Was sagst du für ein Wetter? Ist doch wunderbar. Ja, wir sehen uns nachher. Bis später. Suchen Sie jemand? Marius! Das ist Monsieur Bridoux aus Nîmes. Dorothée, du hast ihn gut beschrieben. Genauso sieht er aus. Was für ein Glück, dass Sie uns noch erreicht haben. Wir sind nämlich gerade im Aufbruch. So. Ja. Wie schade, ich habe mir extra den ganzen Tag freigenommen. Ich soll Ihnen schöne Grüße sagen von Pierre. Danke. Er hat gerade Ferien. Und von Angelique. Hat sie noch ihren Eisenbahn? Nein, jetzt liebt sie einen Maler. So.
Ja. Mhm. Dann will ich nicht weiter stören. Ja. Können Sie Rad fahren? Ja, wieso? Dann kommen Sie mit in den Keller, Sie kriegen das alte Rad vom Großvater. Ach, der Arme. Ich schätze, Sie werden es bereuen. Meine Mama hat Pastetchen gebacken. Ja, hier, ganz frisch. Ich fahr mal vor. Wer war denn der Herr? Ein Verehrer von Dorothee. Spielen wir gegen Marseille. Sie sind doch unser Maskottchen. Wohin fahrt ihr denn alle? Immer dahin, wo Sie sind. Wer sind denn die Herren? Alles Verehrer von Dorothee. Hey, komm, hey, komm, 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 komm. Hey, da! Hier im Freien soll ich singen, da dringe ich ja gar nicht durch. Sie müssen die Stimme immer schön vorne ansetzen. Und singt sehr stark. Möchten Sie ein Pastetchen? Ich schätze, wir gehen mal zur Schießbude. Eine ausgezeichnete Idee. Wer sind Sie denn? Ein Verehrer von Dorothee. Möchten Sie ein Pastetchen? Nein, danke. Den großen Bären da. Ich möchte lieber den kleinen. Werden wir gleich haben. Wieso? Ich habe doch gar nicht geschossen. Danke. Verdammt heiß hier. Möchten Sie jetzt ein Pastetchen? Nein, danke. Onkel, was machst du denn da? Sag mir mal, Onkel. Onkel, warum sagst du denn nichts? Onkel, was wird das? Zum Donnerwetter sind Feuerwerk! Im Rhonetal auf einem Hügel, da steht eine Mühle im Wind. Sie klappert und dreht ihre Flügel, mal langsam und mal ganz geschwind. Mühlmühlmal, 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 Mühlmühlmal. Das Korn. Ja? Ach, du lieber Gott. Das ist der zweite Preis. So große Sprünge hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Hier. Komm, jetzt wollen wir mal. Onkel, wann machst du das Feuerwerk? Onkel, sag doch mal. Onkel, hör doch mal zu. Wann ist denn das Feuerwerk? Zum Donnerwetter heute Abend. Aha. Los! Thank you.
bald dran. Ich sterbe ja vor Aufregung. Ach, das wird meinem Freund Simon sehr leid tun. Er erwartet Sie nämlich zum nächsten Ersten in Paris. Was? Ist das wirklich wahr? Katharine geht nach Paris zu einem Verleger. Na, die Glückliche, da kann man ja gratulieren. Ja, meine Danke. Liebe Katharine, wir werden Sie sehr vermissen, aber wir freuen uns alle mit Ihnen. Und du freust dich auch? Was willst du denn ohne mich anfangen? Ich heirate. Sag's erst jetzt. Soll ja auch noch keiner wissen. Ja, gleich sind Sie dran. Oh, mein lieber Henri, ich bin ja so froh. Ja, endlich ist es soweit. Ich habe noch lang genug warten müssen. Ach, ich kenne die Sache ja schon. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Gratuliere ihm. Gratuliere. Warum denn? Er weiß es doch noch gar nicht. Was weiß ich nicht? Dass ich sie heirate. Was? Ja, also ehrlich gesagt, das kommt ein wenig überraschend. Jetzt hört euch den an. Seit 3 Jahren fragt er mich jeden Sonntag, ob ich seine Frau werde. Entschuldigung. Heute hatte ich noch keine Gelegenheit. Was ist denn? Was ist denn? Ich habe einen Tropfen abbekommen. Okay, gibt es Feuerwerk? Zum Donnerwetter, jetzt gibt's erstmal Regen. Mademoiselle Catherine Lombard singt für den Radfahrverein 1894 aus Saint-Étienne. So möchte ich dich immer unter meine Fittiche nehmen. Oh. Oh. Deine schönen Pastetchen. Wenn ich die morgen in den Ofen schiebe, sind die wieder wie frisch. Oh,
Wollen Sie den nicht Pierre mitbringen? Er wird sehr enttäuscht sein. Er hat so gehofft, dass ich Sie mitbringe. Sie müssen ihm sagen, dass in England viele Kinder auf mich warten. Das wird ihm wenig Eindruck machen. Er liebt Sie doch. Sie würden Pierre nicht wiedererkennen. Er wäscht sich sogar die Hände vorm Essen. Neulich hat er sich von Angelique erzählen lassen, wie man Hochzeit feiert. Will er mich heiraten? Dorothee. Marius, ich weiß, was Sie sagen wollen, aber es geht nicht. Wir kennen uns doch kaum und ich habe ja auch meinen Beruf. Ich verstehe. Seien Sie nicht traurig. Wenn ich in England bin, vielleicht bekomme ich dann Heimweh nach Frankreich, nach Pierre. Oder nach den Cousinen. Oder nach Ihnen, Marius. Wenn ich fleißig spare, vielleicht kann ich nächstes Jahr wiederkommen. Dann nehmen Sie lieber den Bären mit, damit er Sie jeden Tag ans Sparen erinnert. Onkel, warum machst du keine Hochzeitsfeuerwehr? Zum Donnerwetter, weil die Raketen nass sind. Warum hast du sie nass gemacht? Du Bengel, wenn du nicht sofort verschwindest, dann knallt's! Ja, lass nur. Pardon. Hier, für die Reise, damit du was zum Lesen hast. Ja, danke, Katharine. Ach, ich habe mir erlaubt, Ihnen ein Fläschchen Parfum mitzubringen. Vielen Dank. Es ist schade, dass Sie meine Wohnung... Sie, ich muss mich jetzt beeilen. Es ist so schade, dass Sie meine Wohnung... Ich meine, es ist sehr schade, dass Sie meine Wohnung nicht mehr gesehen haben. Ich habe sehr hübsche Sachen, nicht wahr, Françoise? Was? Ja. Und dabei so viel, man kann kaum treten. Ja, naja, vielleicht besuchen Sie uns einmal im nächsten Sommer. Nein, zuerst kommt sie zu mir nach Paris. Hast du deinen Pass eingesteckt? Ja, und die Fahrkarte. Bitte, bitte lasst mich doch, ich schaffe es sonst nicht. Ah, die Hauptsache haben wir vergessen, dein Familienalbum. Oh. Ja, nein, das kommt nicht in den Koffer, das kommt in die Tasche. Das kommt in die Tasche. Pardon. Naja, wir sehen uns ja noch, wenn Sie abfahren. Tut mir einen Gefallen und kommt nicht alle zum Bahnhof. Und vergiss nicht, in Lyon musst du umsteigen. Und grüßen Sie mir England. Ja, ich will es ausrichten. Mademoiselle, ich schäme mich der jungen Männer Frankreichs. Zu meiner Zeit hätten wir eine so hübsche Engländerin nicht wegfahren lassen. Hier, ein Hühnchen von meiner Mama. Es hat Ihnen ja damals so gut geschmeckt. Danke, César. Danke für alles. Achtung! Zum Zug nach Lyon bitte einsteigen, Türen schließen. Leb wohl, Dorothee. Komm bald wieder. Heul doch nicht. Ich kann keinen sentimentalen Abschied leiden. Ja, auch nicht. Wie schwer mir dieser Abschied fällt. Dabei hätte ich doch allen Grund, glücklich zu sein. Ich habe alles gehabt, was ich wollte.
Meine Verwandten habe ich gefunden. Viele nette Menschen kennengelernt. Nächstes Jahr werde ich Pierre und Marius wiedersehen. Es waren die schönsten Ferien meines Lebens. Da muss man sich doch freuen. Und ich sitze da und heule. Bitte nach Paris. Perron 5, Madame. Danke. Über Valence, Avignon steht auf Perron 3. Ich wiederhole, der Zug nach Nîmes über Valence, Avignon steht auf Perron 3. Wunderbar. Haben wir extra für dich angestrichen. Aber ihr wusstet doch gar nicht, dass ich noch mal komme. Ich schon. Komm. Soll ich dich nachher zum Eis einladen? Hast du denn so viel Geld? Das krieg ich schon. Ich hab doch mit Papa gewettet, dass du wiederkommst. Moment, ich hole noch meinen Ball. Angelique, bring mir doch mal die Brotkörbe. Da wird's bald. Alles muss man allein machen. Dorothee. Na siehst du, Papa, wie hat's denn gesagt? Haben Sie ein Zimmer frei? Du kriegst dasselbe, was du hattest. Angelique! Angelique! Ja, doch, ich komme. Oh, Madame, war so eine Überraschung. Mademoiselle Durand bekommt Zimmer 5. Oh, schönen Abend schon. Ja, gut. Komm doch, Dorothee. Bitte, Madame. Ein Segen, dass Sie da sind. Jetzt hören endlich diese verdammten Geschäftsreisen auf. Ich habe ja nichts dagegen, dass er sie heimlich besucht, aber unser Eins kann doch nicht da unten seinen Freund versetzen. Den Maler. Och, dieser Filou. Wissen Sie, Madame, die Männer hüpfen einem aus der Hand wie nasse Frösche. Und jetzt hier verschwinde. Außerdem war er verheiratet. Ach, Sie Arme. Na, ich habe jetzt einen Friseur im Auge. Ist ja kein aufregender Typ, aber wissen Sie, praktisch. Sehen Sie mal meine Wasserwellen.
Das macht er alles umsonst. Hoffentlich wäscht er ihn nicht auch den Kopf. Doch, doch, Madame. Übermorgen will er wieder. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Heute Abend gibt sich ein Fest für Sie. Pierre! Du, ich freue mich. Bitte Platz zu nehmen. Ja. Gib Preis hinterher. Nein, Papa, da sitze ich. Danke sehr. Diesen Augenblick muss ich unbedingt im Bild festhalten. Ja. Und ich möchte diesen Augenblick benutzen, um mit dem ersten Schluck eines Mannes zu gedenken, ohne den wir um den Genuss des heutigen Abends gekommen wären. Prost, Marius! Moment, Marius kommt später dran. Ich spreche vom seligen Großvater. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Aber wer spricht denn von Ihrem Großvater? Erlauben Sie mal. Ohne meinen Großvater hätte sie ihre Familie nicht gefunden. Aber durch ihren Großvater hat sie Marius gefunden, ne? So. Und wer hat ihren Großvater geknipst? Mein Großvater. Lassen Sie doch so Ruhe! Also bitte recht freundlich! Es war ein großes, festliches Diner. Was es zu essen gab, weiß ich nicht mehr. Aber zu unserer Hochzeit hatten wir getrüffelte Poularden. Es war eine schöne Hochzeit. Unser Sohn hat Blumen gestreut. Dieses Bild hat Marius gemacht. Françoise und ihr guter Fricon, als sie im Sommer bei uns waren. Und das habe ich geknipst. Catherine mit ihrem Verleger Simon. Wir waren Trauzeugen. Und hier ist unser Pierre an seinem 21. Geburtstag. Und das war kurz nach unserer silbernen Hochzeit. Marius und ich.